Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jellypy. Ich habe übrigens mal drüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn wir Jellypy jeden Tag veröffentlichen? Hättet ihr daran Spaß überhaupt? Ich weiß es nicht. Und bezüglich Summercar habe ich mal ein bisschen Let's Plays mehr angesehen und sonstiges. Und ich habe tierisch Panik vor diesem Motor. Also, sagen wir mal so, mein Problem ist halt, ich bin kein Handwerker. Ich bin auch nicht mechanisch versiert, geschweige denn irgendwelche Logik bezüglich Mechaniken und Getriebe und hast du nicht gesehen. Meine Befürchtung ist, dass wir diesen Motor nicht zusammenbekommen und dass das jahrelang dauert, so nach dem Motto. Jo, mein Schlüssel ist da oben, ich weiß und finde ihn trotzdem wieder mal nicht. Gut, dann fahren wir erstmal zur Tanke, reparieren unser Fahrzeug. Wir haben ja noch zwei Reparaturkisten dabei und der Reifen ist auch noch kaputt hinten rechts. Na, Prost, Mahlzeit. Hier wissen wir ja direkt, was wir zu ersetzen haben. Stimmt, am besten wäre eigentlich alle Reifen auf einmal, aber... Jo, das kostet nun mal ganz schön viel Asche. Okay, da sind wir. Reicht mal die Motor aber auf. So, da können wir nämlich direkt tanken und reparieren. Dann gucken wir mal, was mir hier... Gehe ich auf die andere Seite halt. Meine, ich bin zu dick geworden. So, dann wollen wir erstmal den Motor hier ganz flotti machen. Den auch nochmal. Gut, der hat eins, das können wir eh nicht weiter reparieren als nur eins. Dann müssen wir es so machen. So. Jetzt müssen wir das noch reparieren. Oh Mann, Mann, Mann. Hoffentlich haben wir jetzt irgendwie Reparaturkits da drin im Laden. Das wäre super duper. Gut, das können wir gleich verkaufen. Gucken wir erstmal nach. Yes! Ta-da-da-da-da! Wunderbar. Wo macht man beide mit? Öljodante brauchen wir auch. Können wir auch direkt mitnehmen. Naja, ich will mal nicht den Hebel ziehen. Bezahlen. So. Dann her damit. Dankeschön, Lisa. Nummer 2000. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt wirklich alles repariert bekommen. Ich denke mal schon. Also. Zwei Stück haben wir jetzt reingeballert. Das sollte klappen. Haben wir höchstens noch ein Reparaturkit über sogar. Das ist repariert. Das müssen wir nochmal machen. Sonst ist alles ganz. Ja, sieht so aus. Doof. Dann haben wir wohl einen zu viel geholt. Naja, kann nicht schaden. Ab da hoch damit. So, dann können wir mal direkt erstmal tanken. Schön voll machen, das Mädchen hier wieder. So, dann... Einmal das weg. Dann machen wir hier einmal Öl rein. Nochmal und nochmal. Fette Mischung. Ist immer gut für den Motor. So, haben wir das, das, das. Den Reifen noch. Genau. Das war, welche waren das jetzt? Der hier? Oder der? Ich glaube eher der hier. Oh, einmal hoch mit dem Mädchen. Gucken wir uns mal den Reifen an, gell? Hallo? Danke. Und, was ist? 1 von 3. Ja, dann ersetzen wir den mal. Ich hoffe, du bist wieder... Tutti completo. So. Jetzt nochmal bezahlen... Ups, nochmal bezahlen gehen. Und dann können wir... weiter Richtung Heimat fahren. Alt, wir müssen noch verkaufen. Stahl vergessen. Hoppala. So, das sind wir wieder weg. Die Weinflasche, da bin ich mal gespannt drauf. Obwohl, wir gehen mal gerade hin und gucken mal. Rot. Wie viel bekommen wir für Rot? An Kohle? Ich denke mal, Rot wird teuer sein, oder? Naja, 10 Dollar. Bin ich echt enttäuscht. Ich habe gedacht, da wären so eine 60-Dollar-Flasche oder so. Aber nö, warum auch, gell? Tabak. Würstchen haben wir auch noch da drin, okay. Würstchen, Würstchen, Würstchen.
Und Textilien. Also Kaffee haben wir doch nicht dabei gehabt. Okay. So, sowas. Auf dem Dach vielleicht noch. Kurz gucken. Scheint aber nicht so. Nein, das brauchen wir nicht. Das ist Blödsinn, das brauchen wir. 427. Bin mal gespannt, wie viel wir jetzt am Ende haben. Eine Textilie bitte. So, jetzt aber. Renovett. Ja, okay. Ist okay. Also wir sind fast 0 auf 0 gekommen. Aber nur fast. Ich meine, 460 hatten wir, oder? Oder hat man weniger? Ach, keine Ahnung. Okay, lass uns jetzt mal gucken, was wir hier haben für unsere Fahrerei. Wir wollen aber zurück. Wir wollen nicht nach vorne fahren. Nach Dresden. Ja, wunderbar. Diesmal ist kein Fragezeichen, ist über den Regen. Da fahren wir die 210 Kilometer, würde ich sagen. Ja, fahren wir die Strecke, weil ich will nicht durch den Regen ockern. Muss nicht sein. So. Ja, Onkel, wir sind jetzt bald wieder in Deutschland. Ich hoffe, du freust dich. Da, 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 da. So, ich würde sagen, wir fahren hier links rum. Aber wupp. Wupp. So. Ja, und wie gesagt, ich habe übrigens mal nachgeguckt in Echo. Oh, warte mal. Müssen wir jetzt da lang oder da? Warte mal. Wir müssen ja nach Dresden. Gibt's hier ein Schild? Hübsche Nase hast du übrigens. Ich stimme ein bisschen da lang, weil da die wohlberühmte Tasche ist. Vermute ich mal, müssen wir in die Richtung. Aber wir gucken jetzt nochmal nach, ob wir noch Upgrades finden. Und was ich eben gerade sagen wollte, ich habe mal nachgeguckt bezüglich Echo. Ich bin jetzt da den Schmelzer am Lernen. Und, ach, das brauchen wir ja gar nicht. Joa, das Rezept dauert, ich glaube, 15 Minuten oder so. Das habe ich mal gestartet, weil, das dauert ein bisschen. Weil ich habe mich, ups, will ich denn hier? Ich dachte, es wird ja nichts laden. Leica. Teil vertan. Egal, wir fahren einfach so weiter. Schnuppe mit Leica. Oder, ah ne, da vorne ist der ja da schon. Dann fahren wir gerade mal so rückwärts rein. Und, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt im Überlegen, die Wände komplett zu ersetzen mit Stein und hast du nicht gesehen. Und erstmal anfangen jetzt mit Rampenbau und Straßen. Damit wir mal mit dem Wagen ein bisschen fahren können. Und ich habe offscreen ein wenig Terraform gemacht. Weil, das hat gedauert ohne Ende. Und Erde klatschen bei Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Jo. Dann gucken wir mal, was der Leica hier zu bieten hat. So. Extras. Yes. Das Ding ist da. Das wollte ich haben. Den kaufen wir mal. Wunderschön, jupp. Und haben wir irgendwas mit Farben hier noch? Mal kurz gucken. Wo waren das hier? Überhaupt. Ah, hier waren die Farben. Aber es steht leider nichts dabei, was ist. Das ist echt blöd gemacht, Leute. Naja gut, dann lassen wir es mal, weil ich will meinen Wagen nicht quietschbunt machen. Mir reicht ja schon, dass diese komischen Flecken hier drauf sind. Die will ich auch hier auch weg haben. Definitiv. So, wo kommst du hin? Nach vorne? Ah ja, doch, nach vorne. Da hätte man das nämlich auch mal. Einen kleinen Rambock vorne. Und wir haben noch 200 Kröten. Das passt doch. Okay, dann geht's jetzt Richtung Dresden. Oh, so langsam beherrsche ich den Wagen. Moment, wir wollten ja Richtung Tasche. Die Tasche war da hinten. Also rückwärts hat das Ding echt zu wenig Power. Aber gut, man fährt mal rückwärts großartig. So, das Täschchen. Na, 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 na. Ja, und bezüglich Jurassic Park Evolution, da bin ich noch hinterher überlegen, ob das so Sinn macht, ob ihr da überhaupt Interesse dran habt. Das Interessante ist bei dem Spiel auf jeden Fall, sämtliche Fahrzeuge können wir selbst bedienen und fliegen und fahren und hast nicht gesehen.
Wir müssen auch die Dinosaurier selbst einschläfern, betäuben. Als auch Gene kreuzen und natürlich auch den Park aufbauen. Und da muss natürlich dann balancen zwischen Sicherheit und das Dresden, super. Und Attraktion, weil man möchte ja auch zahlende Kundschaft reinbringen. Das könnte interessant sein. Also grafisch finde ich echt der Hammer von Fronti. Alter, jetzt geht der Reifen auch noch kaputt. Mann, 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 das kann nicht wahr sein. Gerade losgefahren. Wie war das mal mit... Oh, 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 oh. Die hätte ich beinahe übersehen. Die hätten wir beinahe übersehen hier. Wie schnappen wir uns aber einmal die Kisten? Ich habe das Gefühl, dass ich einen besseren Blick bekommen habe für die Kisten. Da ist noch eine Kiste. Alter, was geht denn ab? Tausende von Kisten. Tausende, Millionen. Bleiben die auch liegen? Ja, gut. Boah, ein Staub. Nice. Dann können wir uns auch noch die Kiste... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Kiste an Kiste. Sehr interessant. Das war's aber jetzt an Kisten, oder? Ja. Zoom extra mal ein bisschen ran. Und da hoffen wir, dass man vielleicht noch aus der Ferne was erkennt. Weil ich habe nämlich manchmal die Befürchtung, dass die Distanzrendering dann besser läuft, wenn man zoomt. Und meine Äuglein sind auch nicht mal so prickelnd. Okay, machen wir auf. Was haben wir drin? Würstchen, Würstchen, Würstchen. Wie immer. Bin damit. Zack, zack. So, was haben wir hier? Oh, müssen wir jetzt alles aufbrechen. Okay, gucken wir jetzt mal Nummer 1. Nummer 2. Okay, was haben wir da? Tabak und Medics. Okay. Und was ist da drin? Wein, oder? Ach, auch Tabak. Tabak und Medikamente. Aber ist schon mal cool, da haben wir wenigstens unsere Kosten mal gedeckt. Für die jetzige Fahrt. Der Reifen wird bestimmt noch platzen. Hab zumindest die Befürchtung. Aber ist nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall noch so ein Reparaturkit dabei. Wäre also kein Problem. Oh mein. Ja, und das Panzerspiel habe ich mir auch angesehen, was ihr gesagt habt. Es sieht dafür interessant aus, aber ich weiß nicht, das erinnert mich sehr stark an Worms, das Spiel. Ich frage mich jetzt gerade, was ist der große Unterschied zwischen dem Panzerspiel und Worms? Natürlich sind es Panzer, ist klar. Aber was rechtfertigt, so mit der Hofer oder daher? Ach komm, wir verlassen mal die Straßen, wir fahren jetzt mal hier über die Piste. Mal ein bisschen Abwechslung bringen. Jedenfalls frage ich mich, was ist der große Unterschied zwischen den Panzern und Worms? Klar, dass da Panzer sind, logisch. Aber sonst? Was ist das Besondere an dem Spiel? Da bin ich mir nicht so ganz schlau draus geworden. Was ist denn das gewesen hier? Schnee? Oder was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir unseren Wagen gerade ein bisschen strapazieren bei der Strecke hier. Das ist, was ich weiß. Aber mal, warum nicht? Fahren wir mal ein bisschen Crossroad mit unseren Straßenreifen. Hui, da ist eine Kiste und wir haben da einen schönen, schönen, schönen Fluss. Da will ich gleich durchbrettern mit Vollspeed. Deswegen fahre ich mich ein bisschen zurück. Um sozusagen mehr Schwung zu haben. Ich will mal wissen, was passiert. Also kistenmäßig können wir uns nicht beschweren. Ich frage mich jetzt nur, was drin ist. Hoffentlich keine Würstchen. Aber glaube ich nicht, oder? Würstchen! Alter, was geht ab? Wir machen uns echt... Wir machen hier langsam unseren Würstchenladen auf. Komm, Mord! Ja, vielleicht haben wir Glück, die Würstchen sind verboten und werden dann erwischt. Hohohoho! Das ist uns ja auch noch nie passiert, dass wir mit Schmuggelware erwischt worden sind. Wäre auch das erste Mal. Das Op zu machen. Und jetzt mit Vollspeed durch den Fluss. Ich freue mich jetzt schon. Komm. Und Gas! Gib Gas, gib Gas. Wusch, kein Spritzer, nix. Och, das war enttäuschend jetzt. Ich
gedacht, das würde jetzt irgendwie hochspritzen oder so. Schade. Echt schade. Naja. Spiel ist zwar, ist auch ziemlich cool. Ich hoffe ja mal, dass irgendwie noch mehr Inhalt kommt. Das hoffe ich ja, wie sonst was. Das wäre so geil, wenn es da mehr Updates käme. Gäbe, nicht käme. Ja, ist die Frage, muss ich mit da lang oder da lang? Keine Ahnung, wir fahren jetzt mal da lang. Wir müssen uns aber nur merken, wir müssen Richtung Dresden, also sollte man was finden, denke ich immer. Wupp, schön auf die Gegenspur. Ah, da will ich nicht drüber fahren, den Hubbel. Ich will meinen Reifen ein bisschen schonen. Okay, ich bräuchte mal ein Schild, das wäre nice. Wenn's mal eins, wenn mal eins käme. Oh, hier geht's schön berg runter. Können wir mal richtig einen Speed geben. Nice. Quietschen Reifen schön um die Kurve hier. Ui, ja. Hat auf jeden Fall funktioniert. Wir machen mal Licht an. So. Oh Gott. Rüber. Glück gehabt. Na. Auf die Ölpfützen muss man auch tierisch aufpassen. Ich habe da schon einige Dreher hinter mir, dank diesen Ölpfützen. Ja, sollen wir jetzt da lang fahren? Na, das geht eh nicht. Ist zu. Okay. Geschlossen wegen Baustellenbetrieb oder so. Ich weiß es nicht. Gibt es denn noch andere Spiele wie Jalopy? Abgesehen von My Summer Car? Aber jetzt mal ernsthaft, bei My Summer Car, man baut das Auto zusammen. Dann geht man arbeiten, tunt ein paar Teile. So, und was ist dann? Was hat man da noch zu tun? Ja, hier ist ein bisschen mehr. Man hat ja irgendwie ein Ziel bei Jalopy, dass man bei der Türkei ankommt. Was ist das Ziel bei My Summer Car? Das würde mich mal interessieren. Ich habe mich ein bisschen recherchiert, aber so wirklich gefunden habe ich jetzt nichts. Boah, ist das ekelhaft neblig gerade. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwelche Kisten übersehen. Schauen wir nicht. Wo bleibt denn das nächste Schild hier? Oder sind wir schon da in Dresden? Das sieht nämlich so aus, ob wir schon da wären. Das wäre geil. Oh Gott, rum. Okay. Und, sind wir schon da in Dresden oder wie? Es müsste ein Tunnel kommen, oder? Haha, ich wusste es. Ich kenne noch meine Pappenheimer. Wird mal eine recht kurze Folge sein diesmal. Aber mal. Warum nicht? Ist ja auch mal nicht verkehrt, gell? Mal eine kürzere Folge zu haben. Ja gut, wir könnten jetzt noch ganzen Kram machen hier. Verkaufen, operieren. Ja gut, machen wir auch direkt. Aber mich wundert, dass der Reifen noch überlebt hat. Dass er nicht kaputt gegangen ist. Unsere wilde Fahrt. So. Halt. Eieiei. Andere Seite müssen wir. Oder? Ne, wir müssen da hier rein. Das war die falsche Seite. Nee. Fahren wir mal links. Da ist die deutsche Fahne auf jeden Fall. So, wie kommen wir jetzt hier rein? Hallo? Ich möchte gerne hier rein, Kollegen. Wie funktioniert denn das jetzt hier? Hä? Moment mal. Sind wir hier vielleicht dichter ran? Ah, muss der dichter ran. Okay, du kriegst die Papiere. Onkel, gib ihm mal die. Oh Gott, da muss wirklich aussteigen. Okay, geht das? Nee. Ah, ich habe einen ultra langen Arm. Ich habe gar nicht geguckt, was verboten war hier. Warte, das will ich jetzt mal wissen. Was ist denn hier verboten? Warum ich keine Würstchen? Textilien. Haben wir Textilien dabei gehabt? Nee, wir hatten nur Würstchen. Jo, da sind wir also doch straffrei hier durchgekommen. Wir sind in Deutschland. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wo parken wir hier? Das ist das Motel.
Ich möchte aber erstmal Reparaturen machen. Du hast nur ein Motel gesehen, lieber Onkel. Oh Gott, Brems. Warum da? Keine Ahnung. Aber sehr merkwürdig, dass das Ding auf der anderen Seite war. Oh, ich freue mich schon wieder Richtung Türkei zu fahren. Oh, wir haben wieder mal ein kaputtes Teil. Da können wir reparieren. Okay, machen wir erstmal das. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wie viel brauche ich später mal? Ah, okay. Und Musik mal aus, Licht mal aus, Motor... Hallo? Motor bleibt an, okay. Warum auch immer. Hier mal einen neuen Bug, cool. Wir füllen also jetzt den Motor mit Benzin auf, während er läuft. Das ist natürlich herrlich. Ah, so kann man ihn auch ausmachen. Ich möchte das hier wieder einsetzen. Bitte. Danke. Haben ihn halt zwangs deaktiviert. Dang, dang, dang. So. Da hätten wir hier oben noch Öl. Das können wir uns immer direkt hier reinballern. So. Müll. Reparatur. Der hier auf jeden Fall. Und hier haben wir noch einen Kasten. Komm her. Dann holen wir uns nämlich einen Kasten mit für eventuelle Reparaturen, die wir noch machen müssen unterwegs. So, der ist repariert. Hallo, ich wollte es eigentlich gerne reparieren, nicht auffüllen. Danke. Das ist ganz, das ebenfalls, das nicht. So, jetzt haben wir, oh, der muss noch einmal repariert werden und da noch einmal. Okay, weiß ich Bescheid. Jo, holen wir uns einen Kasten mit. Die Reifen sollen wir mal direkt alle ersetzen. Nee, wir holen nur einen. Wir sind ja fast beim Onkel. Da holen wir uns einen billigen für 20. Obwohl, wir holen uns gar keinen Reifen mit. Wir fahren nach Hause. Ganz einfach. Aber erstmal die Würstchen verkaufen. Würstchen, Würstchen, Würstchen. So, dann kann man erstmal das wegtun. Zack, zack, zack. Tabak haben wir auf jeden Fall. So. Das ist, glaube ich, die Gewichtsanalyse, wo man rumpiepst da immer. Okay. So. Jetzt lassen müsste das Ding aber auch rappelvoll sein. Passt da noch was rein? Ich glaube nicht wirklich. Wir müssen nochmal los. Okay, hier verkaufen wir mal ein Würstchen. Mal gucken, was wir kriegen dafür. Wow, 1,60 $. Aber trotzdem plus gemacht. $80 plus. Nice. Ich liebe Medikamente. Echt eine feine Sache. Also, Medikamente zu verkaufen halt. Ansonsten mag ich Medikamente... Ah, ist der Bug wieder. Medikamente mag ich als solches eigentlich nicht wirklich. Ich bin so ein natürlicher Mensch. Ich bin der Meinung, der Körper kann vieles, vieles, vieles selbst machen. Das ist halt meine Meinung. Ich finde es sowieso interessant mittlerweile, wann die Leute Medikamente schlucken. Das ist echt schon ein bisschen übertrieben manchmal. Ich finde, unsere heutige Gesellschaft ist ein wenig verweichlicht. Drücken wir es mal so aus. So, Reparaturkisten haben wir welche geholt? Ich weiß es gar nicht. Holen lieber noch ein zweites mitkommen. Warum nicht? So. Und dann das drauf und... Ja, ja. So, die Kiste kann selbst wegbringen. 427 haben wir wieder. Ja, haben wir unsere Kosten fast gedeckt. Das fehlen $24. Verdammt! So, was haben wir denn noch zu reparieren hier? Das war hier oben irgendwo. Nee, das war auf jeden Fall der Motor.
Auch nicht mehr. Haben wir schon alles repariert? Nee. Das fehlt noch. Das repariert, das repariert, das repariert, das repariert, das repariert und das ist ebenfalls jetzt repariert. Okay, dann kann man das Ding nach oben schieben. Was haben wir hier drin noch? Nur das Teil. Okay. Dann heißt es jetzt schlafen gehen, ja. Ich habe überlegt, den Reifen noch zu wechseln, aber ich habe ja schon entschieden, dass wir nach Hause fahren. Musik bitte mal an. Oh. Und rückwärts raus. Ja, der Reifen ist halt noch kaputt. Sonst ist aber alles berechtigt. Jetzt frage ich mich, wo gibt es hier ein Motel zum Schlafen? Baby. Müsste ja irgendwo hier sein. Ich glaube, da vorne ist es sogar schon. Nee, doch nicht. Da vielleicht? Wow. Der kriegt echt die Kurve nicht. Und? Obwohl, ja, doch, wir haben ja noch das Update gemacht. Stimmt, das Upgrade haben wir auch noch durchgezogen. Also von daher ist es vollkommen in Ordnung. Und da haben wir sogar nochmal einen Leica. Da fahren wir auch nochmal rein. Vielleicht gibt es hier was Feines. Hallo, ich bin schon Stammgast bei euch. Ich müsste eigentlich mal langsam einen Rabatt bekommen. Oder sowas. Upgrades, was haben wir denn da? Wir hätten... Ist das Stufe 1 oder 2? Würde mich jetzt immer interessieren. Ich glaube, ich werde wieder auf Englisch stellen, damit wir hier diese Probleme nicht mehr haben. Ist mir schon ein bisschen doof, dass hier jetzt nirgendwo zu sehen ist, ob das jetzt Version 1, 2 oder 3 ist, weil, soweit ich weiß, gibt es ja verschiedene. Da ist das Motel. Reparaturkits. Können wir schon mal das Poppen in der Hand holen. So. Machen wir noch ein bisschen Musik an. Warum nicht? Und was auch meine Sorge ist, mein Gesprächsstoff geht langsam mir zur Neige. Ach ja, genau, gerade eingefallen. Ich habe ein Einrad, ein elektronisches. Bin gerade damit ein bisschen rumgedüst. Voll geil, das macht voll Laune. Allerdings habe ich jetzt einen neuen Reifendruck. Und das ist vielleicht ungewohnt. Meine. So, stehen bleiben. Jo, lass uns einchecken. Der geht schon wieder nicht aus. Muss ich wieder zwangsdeaktivieren. Ja. Hol mal das Ding wieder raus. Zack. Und ich kann das wieder einbauen. Irgendwie. Na toll. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Jetzt kriege ich das nicht mal eingebaut. Kann jetzt sein. Ich habe es ja auch rausbekommen. Also muss es ja auch irgendwie wieder reingehen hier. Ach, ich hatte blöde Pop in der Hand gehabt. Glück gehabt. So, wie viel Kohle haben wir eigentlich? 427 haben wir. 25 Dollar. Okay. Willkommen. Ja. 1A. Okay, Onkel. Dann geh du schon mal vor. Ich check mal hier gerade die Lage. Na. Schlüssel sollten wir auch in der Hand holen. Uns geht's nicht. Gut, dann kann das wieder weg, das Portemonnaie. Gucken wir mal die ganzen Gäste hier durch. Wir haben ja Glück und bekommen hier noch was. An Geld. Money, 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 money. Nix. Yes. Okay, da haben wir wenigstens die Kosten gedeckt. Für die Übernachtung. Ist ja auch was wert, oder? So, und ab ins Zimmerchen mit lieben Onkel. Was auch interessant ist, es steht in den Awards, man soll den Koffer, hier also den Brief lesen, in Deutschland. Ja, sind wir in Deutschland, aber es funktioniert nicht. Oh, hallo Onkel. Also ich muss sagen, guter Schnäuzer. Nicht schlecht. Okay Leute, ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da.
oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.